Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Herr Godel und Herr Hoffmann, für die schöne Einführung. Ja, das freut mich sehr, hier im wissenschaftshistorischen Seminar am Zentrum für Wissenschaftsforschung in der Leopoldina ja, vortragen zu dürfen. Das ist mir eine große Freude. Ja, worüber ich sprechen möchte, greift indirekt ein bisschen auch auf die Überlegungen meiner Dissertation zurück. Das liegt aber schon länger her und das, was ich jetzt heute ausgearbeitet habe, ist jüngeren Datums und auch noch nicht publiziert. Und das sind Überlegungen an der, ja, an der Schnittstelle der frühneuzeitlichen Wissenschaftsgeschichte zwischen Theologie, Erdgeschichte und biologischer Evolution. Das Ganze ist auch rückgebunden in die Frage nach Sintflutdeutung und Sintflutinterpretation im 17. und 18. Jahrhundert, aber hier vor allen Dingen fokussiert auf die Rolle von Leibniz. In meiner Dissertation ging es mehr um den Korrespondenten und Naturforscher Johann Jakob Scheuchzer, der hier ja, am Rande erwähnt wird, aber um den es hier gar nicht so genau geht. Also es geht hier um Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz, und die Gedanken sollen auch ein bisschen ein neues Licht werfen auf Leibniz' Rolle innerhalb der Erdwissenschaften. Und es kommen auch einige weniger bekannte Texte hier zur Sprache. Der Vortrag dauert ungefähr 45 Minuten und ja, es gibt einige Folien zu sehen. Und dann fange ich mal an. Ein Feuersalamander, ich hoffe, Sie können ihn sehen. Ein Feuersalamander, was hat diese europäische Schwanzlurchenart mit dem barocken Universalgelehrten Leibniz zu tun? Antike Autoren schrieben dem Salamander die Fähigkeit zu, durch körpereigenes Gift Feuer löschen zu können. Man nahm an, das Tier könne im brennenden Feuer leben und hätte dort seinen eigentlichen Lebensraum. Der Mythos der Unzerstörbarkeit durch Feuer ist bereits in einer spätantiken Handschrift belegt. Das sehen Sie hier im Wiener Dioscurides. Auf der rechten Abbildung auch zu sehen, dann schön der Feuersalamander mitten im Feuer. Feuer, Wasser, Amphibientiere. Kaum jemand dürfte vermuten, dass man sich mit diesen drei Stichworten bereits mitten in der Natur- und erdgeschichtlichen Vorstellungswelt von Gottfried Wilhelm Leibniz befindet. Weniger noch, dass man auf diese Weise sogar bis in die innersten Bereiche der Substanzphilosophie und Metaphysik vordringt, für die der Ausnahmegelehrte bis heute berühmt ist. Und am meisten dürfte es wohl erstaunen, dass all dies möglich scheint, indem man sich mit Leibniz in den Sog und Strudel frühneuzeitlicher Sintflutdeutung hineintreiben lässt. Zu Gottfried Wilhelm Leibniz brauche ich jetzt vielleicht auch nicht viel zu sagen. 1646 geboren, 1716 gestorben und ist natürlich bekannt durch seine sehr ja, facettenreiche Philosophie, aber auch in der Mathematik und gilt als einer der letzten Universalgelehrten, zumindest im Sinne einer barocken Universalwissenschaft. Wie alt ist unsere Erde? Auf welche Weise hat sich das Leben auf diesem Planeten entfaltet und wie wird es sich in der Zukunft weiterentwickeln? Leibniz gibt auf diese Fragen erstaunlich moderne Antworten und weicht damit von der zu seiner Zeit in Europa vorherrschenden christlich-jüdischen Auffassung zu Schöpfung und Erdgeschichte grundlegend ab. Im Mittelpunkt von Leibniz' Beschäftigung mit solchen Fragen steht der Versuch einer wissenschaftlichen Deutung der von Moses beschriebenen Sintflut, woraus ebenfalls eine kritische Haltung gegenüber wörtlichen Bibelauslegungen deutlich wird. Leibniz' Beschäftigung mit der Sintflut zeigt den Wandel theologischer Denkmuster in den Erdwissenschaften um 1700 und markiert eine wichtige Etappe in der Ideengeschichte der Evolution vor Charles Darwin. Indem der Vortrag diesen Gedankenzusammenhang ausbreitet, kommen neben bekannten Texten wie der Protogea auch bislang wenig beachtete Schriften und Briefe von Leibniz zur Sprache. Ausgangspunkt ist die in der Wissenschaftsgeschichte bis heute dominierende Auffassung,
dass die biblische Zeitrechnung, die das Alter der Erde auf ungefähr 6000 Jahre ansetzte, erst im ausgehenden, im späten 18. Jahrhundert hinterfragt wurde. Als Wegbereiter der sogenannten Entdeckung der Tiefenzeit werden immer wieder die Geologen Georges-Louis Leclerc de Buffon und James Hutton genannt. Ersterer berechnete 1778 das Alter der Erde auf 75.000 bis 80.000 Jahre. Letzterer sprach 1788 sogar von vielen Millionen Jahren. Immer weiter wurde die Zahl nach oben korrigiert. Nach heutigen Datierungsmethoden ist unser Planet zwischen 4,5 und 4,6 Milliarden Jahre alt. Damit zusammenhängend wird ebenfalls bis heute zumeist davon ausgegangen, dass vor der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts der Wandel von Tier- und Pflanzenarten für undenkbar gehalten wurde. Wenn im Folgenden diese Sichtweise kritisch hinterfragt wird, dann geht es auch darum, diese Überlegungen daraufhin zu prüfen, inwieweit sie anschlussfähig sind für aktuelle Diskussionen zu einer allgemeinen Evolutionstheorie. Ich komme zum ersten Punkt, linearer Zeitablauf oder ewige Wiederkehr. Zeit, so schrieb der englische Schriftsteller Thomas Brown im 17. Jahrhundert, ist nur 5 Tage älter als wir selbst. Immer wieder neue Anläufe unternahm die biblische Chronologie im 17. Jahrhundert, um das 6-Tage-Werk der Schöpfung, wie es die hebräische Bibel oder das Alte Testament beschreibt, möglichst genau zu datieren. Nicht alle folgten der bekannten Datierung des irischen Erzbischofs von Armagh, James Usher, der 1650 die Erschaffung der Welt genau auf das Jahr 4004 vor Christi berechnete. Die meisten Gelehrten, die sich mit der biblischen Zeitrechnung beschäftigten, unter ihnen zum Beispiel auch Isaac Newton, gingen von einem vergleichbaren Zeithorizont aus. Entsprechend der Angaben der Genesis zur Lebensspanne von Adam und seinen Nachkommen, den Patriarchen bis zu Noah, setzten viele die Sintflut auf das Jahr 1656 nach der Schöpfung an. Als der Schweizer Naturforscher und Leibniz-Korrespondent Johann Jakob Scheuchzer fossile Reste menschlicher Knochen entdeckt zu haben glaubte und 1726 seinen Fund unter dem Titel Homo Diluvii Testis, Beingerüst eines in der Sündflut ertrunkenen Menschen, publizierte, schrieb Scheuchzer am Ende seines Flugblattes die Worte: Im Jahr nach der Sündflut 4032. Den Holzschnitt können Sie hier sehen. Das ist im Übrigen kein fossiles Menschenskelett, sondern ein Fossil eines ausgestorbenen japanischen Riesensalamanders, als solchen gedeutet Ende des 18. Jahrhunderts von Georges Cuvier. Wer sich in Europa im 17. und frühen 18. Jahrhundert mit Weltentstehung und Universalzeit beschäftigte, konnte noch auf ein weiteres Kosmologiemodell zurückgreifen. Mit Bezug auf Heraklit von Ephesos und Aristoteles ließ sich die Welt denken als in ständiger Veränderung begriffen, ohne Anfang und ohne Ende. Unendlichkeit wurde als statische Unveränderlichkeit bedeutet oder als zyklische Wiederkehr des Immergleichen, wie zum Beispiel nach der kosmologischen Lehre von Origenes. Es gab also durchaus eine Alternative, eine radikale sogar, zum Bild der Welt mit einem Alpha und einem Omega. Als Leibniz und viele Gelehrte seiner Epoche versuchten, die Zeitlichkeit der Erde und des Universums zu ergründen. Vor diesem Hintergrund gewann im späten 17. Jahrhundert eine dritte Alternative an Plausibilität, welche die Welt weder als endlich und jung interpretierte, noch als ewig und unvergänglich, sondern als endlich, aber sehr alt. Gestalt nahm dieses Erklärungsmodell an, vor allem im Zusammenhang mit den sich entwickelnden Erdwissenschaften, insbesondere im Kontext der Bemühungen der Gelehrten, das Geheimnis der Fossilien zu ergründen. Damit komme ich zum zweiten Punkt, das Arkanum der Versteinerung. Was Fossilien sind, ist heute eine vertraute Tatsache. Es sind versteinerte Reste oder Spuren einstiger Lebewesen. Bis ins 18. Jahrhundert hinein gehörte die Herkunft der Fossilien jedoch
zu den großen Rätseln, welche die Naturforscher in Atem hielten. Bislang war es nicht gelungen, restlos zu klären, ob es sich hierbei ursprünglich um Lebewesen oder um bloße Steine handelte. Die meisten Gelehrten hielten die sogenannten Figurensteine für eine Spielerei der Natur, Lusus Naturae. Danach habe die Natur die aus einer versponnenen Laune heraus anorganische Materie so geformt, dass bestimmte Steine pflanzliche oder tierische Organismen ähneln würden. Auch der junge Leibniz war dieser Ansicht. In einem undatierten Manuskript aus etwa der Mitte der 1670er Jahre ging er auf die sogenannten Figurensteine ein, die wie versteinerte Meerestiere aussahen und weit entfernt vom Meer gefunden wurden. Dass es sich hierbei tatsächlich um Reste maritimer Lebewesen handeln könnte, schloss Leibniz aus. Denn dann müsste die Erde, so Leibniz, viel älter sein, als es die Bibel nahezulegen schien. Etwas später jedoch begann Leibniz seine Ansicht zu modifizieren, wohl maßgeblich durch den Einfluss des dänischen Arztes Niels Stensen, zumeist bekannt in latinisierter Namensform Nikolaus Steno. Nach der Sektion eines Haifischkopfes war Steno zu der Einsicht gekommen, dass es sich bei den sogenannten Zungensteinen um versteinerte Haifischzähne handeln musste. 1669 publizierte er eine kleine Schrift unter dem Titel De solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromus. Darin befindet sich die bekannte Abbildung eines Haifischkopfes mit den als Glossopetra bezeichneten Haifischzahnfossilien. Leibniz ließ diese Abbildung später von Nikolaus Seeländer für seine geplante Arbeit zur Erdgeschichte der Protogea nachstechen. Hier können Sie die Abbildung sehen, den Fischkopf und daneben auch die versteinerten Haifischzähne. Wie war der Haifischzahn in das harte Gestein gelangt? Der eingeschlossene Gegenstand, so Steno, musste bereits ein fester Gegenstand gewesen sein, bevor das ihn einschließende Gestein hart wurde. Mit diesen Überlegungen lieferte er das Schlüsselargument zur Deutung von Fossilien als Überreste einstiger Lebewesen. Stenos Ansichten, die entscheidend zum Durchbruch der modernen Fossilienerklärung führten, hatten einen großen Einfluss auch auf Leibniz' Verständnis der Natur der Petrifakten. Leibniz lernte Steno persönlich kennen, als dieser sich zwischen 1677 und 1680 als apostolischer Vikar am Hof von Hannover aufhielt. Später kam Leibniz immer wieder auf die Gespräche mit Steno in Hannover zurück, wenn er seine Auffassung zur Geschichte der Erde darlegte. So vor allem, als er Anfang der 1690er Jahre seine Hauptschrift dazu verfasste, die er Protogea nannte. Ein kleiner Auszug aus dieser Schrift über den Ursprung und die Frühgeschichte der Erde als Protoplaneten wurde 1693 publiziert. Doch als Ganzes erschien sie erst 1749, also lange Zeit, viele Jahrzehnte nach Leibniz' Tod 1716. Auf der Grundlage zeitgenössischer Theorien und seiner naturkundlichen Forschung im Harz entwickelte Leibniz in der Protogea eine eigene Deutung der Erdhistorie als allmählichen Abkühlungsprozess einer einst glühend heißen Kugelmasse. Hier sehen Sie das Titelblatt der Protogea-Ausgabe, der Erstausgabe von 1749. Die Fossilienfrage hing eng mit der Frage nach der Entstehung der Erdschichten zusammen. Steno zufolge sei die einst plane und mit Wasser bedeckte Oberfläche der Erde eingestürzt. Dabei seien Berge, Hügel und Täler entstanden. Meerestiere wie Muscheln und Schnecken seien nach dem Absinken des Meeresspiegels und dem Abfließen des Wassers im Schlamm zurückgeblieben. Dort im hart werdenden Stein sedimentiert und so bis heute als Versteinerung erhalten geblieben. Steno machte dafür eine Epoche großer Katastrophen verantwortlich und assoziierte eine der Katastrophen, mit der biblischen Sintflut. Was hielt Leibniz nun von diesem Erklärungsansatz? Aufschluss hierüber gibt ein bislang kaum bekannter lateinischer Text von Leibniz, datiert auf Januar 1678
den der amerikanische Leibniz-Forscher Daniel Garber jüngst in den Zusammenhang der Hannoveraner Gespräche zwischen Steno und Leibniz gebracht hat. Was aber, so fragte Leibniz in diesem Text, wenn es nicht eine solche Epoche kataklysmischer Veränderung gegeben hätte? Dann, so antwortete Steno, müsste man wesentlich mehr Zeit für diese Prozesse der Schichtenbildung und fossilen Einlagerung veranschlagen. Steno sprach hier von Tausenden von Jahrhunderten. Leibniz bezeichnete dies in diesem kleinen lateinischen Text als eine elegante Antwort. Mehr erfahren wir aus diesem Text von Leibniz nicht. Ich komme zum dritten Punkt, die Pluralisierung der Sintflut. Was Steno noch eher vage mit der Sintflut in Verbindung brachte, daraus entwickelten andere dann eine eigenständige Theorie. So wurden Sintflut-Theoretiker wie John Woodward oder Johann Jakob Scheuchzer nicht müde zu betonen, wie gewaltig die von Moses beschriebene weltweite Flutkatastrophe gewesen sei, welche Wucht und Kraft dahinter gesteckt habe, als sich für 40 Tage lang Himmel und Erde öffneten, um die ganze Welt in tosenden Wellen und stürzenden Regenfluten zu ertränken. Viele Gelehrte schlossen sich dieser Ansicht an. Verschneite Muscheln und Schnecken, die man in hohen Gebirgsregionen fand, schienen zu belegen, dass dafür nur die Sintflut als Erklärung in Frage kommen kann. Denn schließlich heißt es im ersten Buch Mose, Kapitel 7, Vers 19 bis 20, dass das Wasser zu dieser Zeit 15 Ellen hoch über die höchsten Berge der Erde gestanden habe. Hier sehen Sie zwei Abbildungen, zwei Kupferstiche aus Scheuchzers Werk Museum Diluvianum von 1716. Und man sieht hier links sehr schön vorne die im Toben der Sintflutwasser, die Schnecken und Muscheln, wie sie hier herumschwimmen, die dann später nach dem Abfließen der Sintflutwasser in noch weichen Gesteinen dann einsedimentiert werden und dann später versteinern. Rechte Hand oben der Berg Ararat, wo der Archekasten hier oben gestrandet ist. Und hier unten sehen Sie dann, wie Gehilfen aus dem harten Gestein die Fossilien heraus befördern, die dann der Gelehrte, der Sintflutforscher entsprechend deutet. Manche Gelehrte blieben jedoch skeptisch. Zu den Skeptikern der Diluvialtheorie zählte ebenfalls Leibniz. Für ihn kamen auch andere, zwar nicht universale, aber große lokale Überschwemmungen als mögliche Ursachen der Fossilienablagerung und Schichtenbildung in Frage. Wenn Leibniz in der Protogaea die meisten Figurensteine nicht mehr als Naturspiele deutete, sondern als versteinerte Überbleibsel oder Spuren organischen Materials, so hätte er gemäß seiner früheren Aussage daraus eigentlich den Schluss ziehen müssen, dass die Erde wesentlich älter sei, als es die gängige Bibelinterpretation vorgibt. Doch Leibniz blieb vorsichtig und hielt sich mit Zeitaussagen, die dieser Interpretation widersprechen könnten, zurück. Noch jedenfalls. Ich komme zum vierten Punkt, ein Brief über den Wandel des Erdglobes. 1691 diskutierte Leibniz mit Gustav Daniel Schmidt die Veränderung des Meeresspiegels der Nordsee. Das heutige norddeutsche Flachland und der Harz seien vor langer Zeit vom Meer bedeckt gewesen, so Leibniz, der hier jedoch abermals auf eigene Zeiteinschätzung verzichtet. Was Leibniz wirklich über das Ausmaß der erdgeschichtlichen Zeit dachte, geht aus einem Brief hervor, der bislang kaum beachtet ist. Gemeint ist ein auf Mai 1714 zu datierender französischer Brief an den in Frankreich geborenen und nunmehr in der Schweiz lebenden Sprachgelehrten und Naturforscher Louis Bourget. Dass dieses Schreiben bislang wenig bekannt ist, dazu hat Leibniz selbst mit beigetragen. Überliefert ist der maßgebliche Textzeuge in einer Sammelhandschrift, die Leibniz im Frühjahr 1714 in Wien im Auftrag des Prinz Eugen von Savoyen anfertigen ließ. Die heute in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien aufbewahrte Sammelhandschrift enthält insgesamt sechs Texte von Leibniz.
unter anderem eine Abschrift des berühmten Textes in der Vernunft begründete Prinzipien der Natur und Gnade. Principe de la Nature et de la Grâce von De Ongrissen. In dem von Leibniz selbst verfassten Inhaltsverzeichnis dieser Sammelhandschrift sind jedoch nur 5 Schriften genannt. Es fehlt nämlich die Abschrift des Briefes an Bourget, der als vorletzter Text im Band auftaucht, unter dem von Leibniz Hand verfassten Titel Lettres sur le changement du globe de la Terre. Schaut man also nur in das Inhaltsverzeichnis dieser Sammelhandschrift, und das haben viele Leibniz-Forscher auch lange Zeit getan, dann findet man diesen Brief nicht. Bis heute liegt der Brief in seinen verschiedenen Fassungen in keiner historisch-kritischen Ausgabe vor. Sie sehen hier links das Inhaltsverzeichnis dieser Sammelhandschrift in einer, ja, in einem Prunklederband oder einem Maroquinleder eingebunden. Es war ein Geschenk von Leibniz an den großen Feldherrn und Staatsmann Prinz Eugen. Und Sie sehen hier, also das ist Leibniz Hand, Schönschrift. Er hat hier 5 Texte genannt, die in dieser Sammelhandschrift drin sind. Er hat aber einen vergessen, der befindet sich zwischen 4 und 5. Das sind eigentlich 6 Texte. Und das ist eben hier der Text, überschrieben mit Lettres sur le changement du globe de la Terre, 1714. Das da oben ist auch Leibniz Hand im Original und darunter der Brief von Leibniz an Bourget in einer Abschrift, also eine Kopie aus einer Schreiberhand. Leibniz verfasste diesen Brief als Antwort auf Bourgets Schreiben vom 7. April 1714. Darin hatte Bourget sich intensiv mit der Kurzfassung der Protogea von Leibniz zum Jahre 1693 auseinandergesetzt. Ähnlich wie Steno schien Bourget der Meinung zu sein, dass es zwischen der Schöpfung und der Sintflut eine Phase heftiger und plötzlicher Veränderungen in der Natur gegeben habe. Dem widersprach Leibniz jedoch vehement. Solche enormen Umwälzungen ließen sich nicht auf eine einzige Flut von wenigen Tagen wie diejenige Noahs zurückführen. Dann wäre sie so gewaltig gewesen, dass Noah auch die Fische an Bord der Arche hätte nehmen müssen, so argumentierte Leibniz, weil sie sonst ebenfalls in dem großen Durcheinander zu Tode gekommen wäre. Verschiebungen zwischen Land und Meer, Gebirgsauffaltungen, Tälerbildungen und Gesteinseinschließungen führte Leibniz ausdrücklich weder auf die Sintflut noch auf die vielen kleinen oder kurzen Sintfluten davor oder danach zurück. Nicht plötzlich und abrupt seien diese tiefgreifenden biologischen Veränderungen erfolgt, sondern in langsamen, gleichmäßigen Entwicklungen, die eine lange Zeitspanne erforderten. Leibniz sprach von viel weiter zurückliegenden Ereignissen. Ereignissen jenseits der geschichtlichen Zeit, die nur wenige tausend Jahre zurückreiche. Denn diese bedeute wenig im Vergleich zu den uns unbekannten Zeitläufen, so Leibniz an Bourget. Genauere Angaben machte Leibniz jedoch nicht. Wir können aber annehmen, dass er dabei an die Tausende von Jahrhunderte dachte, von denen Steno ihm gegenüber bereits 1678 gesprochen hatte. Hypothetisch war Steno ja von solchen Zeiträumen ausgegangen, wenn man annehme, dass die geologischen Vorgänge der Gegenwart sich nicht von denen der erdgeschichtlichen Vergangenheit unterschieden. Und genau diese Ansicht vertrat Leibniz, als er im Mai 1714 Bourget gegenüber konstatierte, die Wandlungsvorgänge in der Natur seien so universal wie vor allem immer wieder vorkommend. Damit aber formulierte Leibniz von der Sache her, gewissermaßen avant la lettre, nichts anderes als das Prinzip der Gleichförmigkeit geologischer Prozesse, das sogenannte Uniformitäts- oder Aktualitätsprinzip, dass man bislang von einigen Vorläufern abgesehen auf James Huttons Erdgeschichtstheorie von 1788 zurückgeführt hat. Das ist vielleicht nicht nur für Spezialisten eine kleine Sensation, denn immerhin gilt Huttons Aktualismus bislang als ein entscheidender Anfangspunkt der modernen Biologie. Ich komme zum 4. Punkt, Multiplizierung des Universums.
wo Bouguer katastrophale Einbrüche am Werk sieht, erblickt Leibniz das Walten uniformer Kräfte. Die Natur macht keine Sprünge. Leibniz wendet das von ihm vertretene Prinzip der Kontinuität, das einen lückenlosen Zusammenhang und fließende Übergänge konstatiert, auf gegenwärtige wie vergangene Prozesse in der Natur an. Übrigens, schreibt Leibniz an Bouguer, scheint die Erschaffung aller Erdkugeln des Universums in einem einzigen Moment der Weisheit der Natur und der Ordnung der Dinge nicht würdig. Zitat Ende. Im Anschluss daran konkretisiert Leibniz seine Denkfigur der Creatio Continua als sukzessive Entstehung von Planeten aus Sonneneruption. Dann hält er Bouguer vor, dass dessen ex abrupto, so hat er es Bouguer genannt in seinem Brief an Leibniz, außerdem dem Prinzip des zureichenden Grundes widerspricht. Den Gedanken, dass niemals etwas ins Nichts verschwinde oder aus dem Nichts hervortrete oder entstehe, überträgt Leibniz an anderer Stelle auch auf das gesamte Weltall. So hielt er es für möglich, dass es vor unserem Universum bereits weitere Universen gegeben haben könnte und auf unser Universum wiederum noch weitere folgen könnte oder folgen mögen. Solche Gedankenexperimente zeigen, dass Leibniz kosmologisches Denken weder vor der Annahme extrem langer Zeiträume Halt machte, noch die Möglichkeit einer diachronen Abfolge von Universen grundsätzlich ausschloss. Ich komme zum fünften Punkt, doppelte Säkularisierung der Sintflut. In den geologischen Sintflut-Diskussionen um 1700 lässt sich also, so könnte man es mit Bezug auf Thomas S. Kuhn formulieren, ein Paradigmenwechsel beobachten vom relativ statischen Weltbild biblischer Chronologie zum dynamischen Modell einer nach hinten verlängerbaren Erdgeschichte. Diesbezüglich war Leibniz kein genialer Ausnahmewissenschaftler, vielmehr gehörte er zu einer ganzen Gruppe von Gelehrten, die mit ihren Stimmen ebenfalls vom Zeitschema der üblichen Genesis-Auslegung abwichen, wie etwa Robert Hooke, Edmund Halley, John Ray, Luigi Ferdinando Conti di Marsili, Antonio Vallisneri oder Benoît de Maillet. Zusammen formten deren Äußerungen, in denen sich biblische und geologische Zeitrechnung voneinander abkoppelten, ein epistemisches Feld, das auf entscheidende Weise den Weg bereitete zur Etablierung eines neuen Paradigmas erdgeschichtlicher Tiefenzeit. Nicht nur in den Naturwissenschaften begann sich das Bild der Sintflut zu wandeln. Auch in der theologischen oder theologienahen Diskussion veränderten sich die Sichtweisen. Mit der historischen Bibelkritik vollzog sich ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts eine zunehmende Skepsis gegenüber buchstäblichen oder wortwörtlichen Deutungsversuchen der Schöpfungsgeschichte. Hermann von der Hart beispielsweise, Professor für orientalische Sprachen an der Universität Helmstedt und langjähriger Korrespondenzpartner von Leibniz, betrachtete 1728 die Erzählung der Genesisflut als Mythos und glaubte sie als Tag-für-Tag-Bericht des bei Herodot beschriebenen zweiten Feldzugs gegen die Skythen entschlüsseln zu können. Einerseits stand Leibniz solchen radikalen Interpretationen distanziert gegenüber, andererseits hatte er selbst einmal von der Hart verteidigt, als dieser wegen einer heterodoxen Auslegung einiger Genesis-Stellen von kirchlicher Seite in Kritik geraten. Auch nahm Leibniz sich selbst die Freiheit, Passagen aus dem mosaischen Flutbericht neu zu interpretieren. Wenn Moses sagt, Spiritus Domini verbatur super aquas, schrieb Leibniz an Bouguer, dann bedeutet dies, dass die Wasserfluten mit Luft gemischt gewesen seien und vielleicht aus Dampf bestanden hätten. Dabei ging es Leibniz keineswegs um ein neues Verständnis der Bibelüberlieferung. Er wolle nicht, schrieb er an Thomas Bernard of Cannae, die Details des Genesis-Berichtes erläutern oder herausfinden, ob im Hexameron, dem Sechstagewerk der Schöpfung, jeder Tag mehrere Jahre oder eine längere Periode entspräche. Was Leibniz demgegenüber in der Protogea anstrebte, war die Formulierung einer rationalen Geogonie,
die einer freien Auslegung der Heiligen Schrift nicht widerspricht. Als Erkenntnisquelle für die Wissensbereiche der Geohistorie und der Mineralogie hielt Leibniz Beobachtung und Experiment für entscheidend. Wenn Leibniz dabei betont, dass man bisher leider nur über wenige empirische Daten zur Entstehung des Erdplaneten und des Universums verfüge, dann relativiert Leibniz damit zugleich seinen eigenen Erkenntnisstand. Mehrmals, das finde ich in der Tat sehr interessant, hebt der Autor der Protogea hervor, dass er in seinen Ausführungen aufgrund des Datenmangels nur vorläufige Behauptungen aufstellen könne, die sicher überholt sein würden, sobald genauere Informationen über die Naturgeschichte unserer Welt vorliegen. In einer Zeit, als konkurrierende Theorien und Gelehrten, die sehr davon überzeugt waren, über die richtige Interpretation der Erdhistorie stritten, stellte dies eine beachtliche Bescheidenheit, eine, man könnte auch sagen, wohltuende erkenntnistheoretische Selbstbeschränkung dar. Ich komme zum sechsten Punkt, Ein- und Auswicklungen des Lebens. Erdgeschichte war für Leibniz nicht nur eine Frage nach geologischen Veränderungsprozessen und den dafür erforderlichen Zeiträumen, sondern damit eng zusammenhängend zugleich eine Frage der Entwicklung organischen Lebens. Das naturwissenschaftliche Denken zur Leibniz-Zeit war bestimmt von dem Grundsatz der Konstanz der Arten, wonach alle Arten an Pflanzen und Tieren seit der Schöpfung unverändert geblieben seien. Andere Ansichten wurden als ketzerisch abgelehnt. Dem schien sich auch Leibniz zunächst anzuschließen. Ich zitiere, manche gehen in der Willkür des Mutmaßens so weit, so führte er in der Protogea aus, Zitat, dass sie glauben, es seien einstmals, als der Ozean alles bedeckte, die Tiere, die heute das Land bewohnen, Wassertiere gewesen. Dann seien sie mit dem Fortgange dieses Elementes allmählich Amphibien geworden und hätten sich schließlich in ihrer Nachkommenschaft ihrer ursprünglichen Heimat entwöhnt. Doch solches, fährt Leibniz weiter fort, widerspricht den heiligen Schriftstellern, von denen abzuweichen sündhaft ist. Zitat Ende. Lange Zeit wurde in der Forschung gerätselt, wen Leibniz mit den manchen, die von den heiligen, von den Autoren oder den heiligen Schriftstellern abweichen, gemeint haben könnte. Aus einem von der Akademieausgabe der Leibniz-Edition auf den Zeitraum 1686 bis 1687 datiertes Manuskript geht hervor, dass er dabei an Steno gedacht haben muss. Im Prodromus hatte Steno davon gesprochen, dass die Erde ursprünglich ganz mit Wasser bedeckt gewesen sei. Im Gespräch mit Leibniz hatte er darüber hinaus geäußert, dass deshalb alle Tiere anfänglich maritimen Ursprungs gewesen sein müssten, die sich nach dem Rückzug der Meere allmählich zu amphibischen Wesen weiterentwickelt hätten. Bezieht man sich, wie die meisten Interpreten bis heute, hauptsächlich auf die Aussagen der Protogea, so scheint Leibniz solche Ansichten nicht vertreten zu haben. Doch anders sieht es aus, wenn man sich dazu noch einmal den erwähnten Brief an Bourget von Mai 1714 anschaut. Daraus geht hervor, dass Leibniz nicht nur Stenos Gedankengang übernommen, sondern zugleich noch weiterentwickelt hat. Zunächst rekapituliert er die Grundaussagen seiner Protogea zur Erdentstehung. Aus der Sonne herausgeschleuderte gasförmige Substanzen hatten sich zu einem rotierenden Wirbel verfestigt, der allmählich eine kugelartige Gestalt annahm. Auf der glühend heißen amorphen Masse bildete sich dann durch die schmelzende Kraft des Feuers eine Erdkruste heraus. Darauf folgte eine zweite Phase, in der die Kruste durch die ablöschende Kraft des Wassers erkaltete und fest wurde. Ganz bewusst zog Leibniz hier eine Analogie zwischen den geologischen Prozessen der Erdgeschichte und den Brennvorgängen in den hohen Öfen des Erzbergbaus, wie er sie aus eigener Anschauung im Harz kannte. Die Abkühlung, so fährt Leibniz weiter fort, könnte den Wasserniederschlägen, die das Meer bilden würden, vorangegangen sein. Und nun kommt Leibniz auch auf die Entwicklung des Lebens zu sprechen.
kleinen beseelten Organismen, aus denen später Pflanzen und Tiere hervorzugehen haben, könnten ein anderes Aussehen erhalten und sich in empfindsamere organische Körper transformiert oder gewandelt haben. Und, hier das wichtige Zitat, aus Salamandern, um es so zu sagen, würden Fische entstehen, dann Amphibien und endlich Landtiere und Vögel. Hier haben Sie das Zitat aus dem Brief an Bourget, links auf Deutsch und rechts auf Französisch. Wie Steno ordnet Leibniz den verschiedenen Stufen der Erdentwicklung entsprechend angepasste Lebensformen zu und ergänzt dieses Entwicklungsmodell gemäß seiner Auffassung, dass Feuer vor dem Wasser das beherrschende Element der Erdausstaltung gewesen sei, indem er den Fischen die Salamander voranstellt, also jenen Tieren, von denen nachgesagt wird, dass sie im Feuer leben könnte. Leibniz ist sich bewusst, dass er hier nur spekuliert. Und vielleicht ist diese kuriose Idee mit dem Salamander nur aus einer Laune heraus entstanden. Das ist ein Lusus Leibnizii. Und nicht ganz ernst gemeint von ihm. Aber immerhin liegt diesem Einfall eine gewisse konsequente erdgeschichtliche Logik zugrunde. Der Salamander entspricht der Epoche des Feuers bzw. des Übergangs von Feuer zu Wasser. Der Fisch der Epoche des Wassers, die Amphibien stehen für den Übergang zwischen Meer und Land. Dann folgen die Landtiere und schließlich die Tiere der Lüfte. Jedenfalls ist nicht von der Hand zu weisen, dass Leibniz hier unmissverständlich mit dem Gedanken eines Artenwandels oder einer Evolution der Lebensformen spielt und damit den Rahmen des damals Sagbaren und Erlaubten weit überschreitet. Während seiner Harzreisen war Leibniz im Herbst 1685 auch in die Schwarzfelder Höhle und in die Rübeländer Baumannshöhle hinabgestiegen und wusste, dass sich dort Salamander und andere Amphibien aufhalten konnten. In der Höhle bei Schwarzfell sah Leibniz auch Knochen von Tieren, die er keiner Art zuordnen konnte. Möglicherweise existierten solche Arten in bislang unbekannten Gegenden oder Meeren der Erde. Reste von Hörnern des sagenhaften Einhorns könnten, so Leibniz, von Fischen des südlichen Ozeans stammen, so vermutete er. Eine Art Landtier ähnlich seien hingegen die Knochenreste, die 1663 auf dem zäunigen Berg bei Quedlinburg gefunden und ebenfalls dem Einhorn zugeordnet. Trotz seiner deutlichen Skepsis gegenüber dieser Interpretation hielt Leibniz es für angebracht, eine Abbildung zum Quedlinburger Einhorn seiner Protogea beizufügen. Und Sie sehen links auch noch die erhaltene Kupferstichplatte zu diesem berühmten Kupferstich. Dass diese Kupferstichplatte erhalten ist in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, ist auch was Besonderes, denn normalerweise wurden diese Kupferstichplatten nachdem sie eine Weile gebraucht wurden, wieder eingeschmolzen und neu verwendet. Auch wenn sich später einmal manche Fossilien oder Knochenfunde bislang noch nicht identifizierter Tierarten zuordnen lassen, hält Leibniz es für sehr wahrscheinlich, dass sich im Laufe der Veränderung der natürlichen Umwelt die Arten der Lebewesen sehr gewandelt hätten. Und erwähnt in diesem Zusammenhang die Ammonshörner oder Ammoniten, in denen man heute weiß, dass sie Fossilien einer inzwischen ausgestorbenen Teilgruppe der Kopffüßler sind. Hier sehen Sie Ammoniten, Ammonshörner-Abbildung aus der Protogea. Zu entwicklungsbiologischen Fragen hat sich Leibniz ebenfalls in anderen Kontexten geäußert. So spricht er beispielsweise davon, dass heutige Elefanten aus einst im Wasser lebenden Walross-ähnlichen Großsäugern hervorgegangen sein können. Manche heutigen Leibniz-Forscher sind daher der Meinung, dass Leibniz nur die Auffassung eines bloß arteninternen Wandels vertreten habe. Das heißt, nur Ausbildung von Unterarten oder Änderungen, Variationen rein äußerlicher Merkmale. Also zum Beispiel maritimer Elefant wird terrestrischer Elefant. Das im Brief an Bourget geäußerte geht jedoch deutlich darüber hinaus. Der Wandel der Arten scheint für Leibniz kein Tabu gewesen zu sein.
Auch wenn es letztlich unmöglich ist, die moderne Unterscheidung zwischen arteninternen und im heutigen Sinne echten Artenwandel auf Leibniz zurückzuprojizieren, ohne dass man hier in eine anachronistische Falle geraten würde. Auch aus einem anderen Grund lässt sich Leibniz, darauf hat bereits Arthur O. Lovejoy hingewiesen, nur bedingt als Vorläufer der Idee der Artenevolution verstehen, wie sie von Charles Darwin und vor ihm und nach ihm von anderen vertreten werden wird. Nicht Kontingenz und Selektion sind bei Leibniz die Agenten der Artenentwicklung, sondern ein göttlicher Entwicklungsplan, der die Entfaltung der Lebensformen gemäß sich verändernder Umweltbedingungen vorherbestimmt habe. Leibniz' Evolution steuert nicht ein blinder Zufall, sondern ein göttliches Telos. Und ein solches naturteleologisches Verständnis findet sich im Übrigen auch noch beim jungen Darwin. Ich komme zum siebten Punkt, allgemeine Evolutionstheorie. Obgleich Leibniz keine Evolutionstheorie im modernen Sinne vertreten hatte, lassen sich bei ihm Gedanken finden, die auch für heutige biologische Diskussionen in diesem Kontext interessant sein dürften. Wenn unterschiedliche Lebensformen und Arten auseinander hervorgegangen sind, so stellt sich die Frage, wie man sich eine solche Entwicklung vorzustellen hat. Ich zitiere, der Tod kann den Salamander wieder hervorbringen. So lesen wir im Mai 1714 Brief an Bourget. Dann, so heißt es weiter, und vielleicht in einer darüber hinausgehenden Feinheit, französischen Subtilität. Der Tod kann den Salamander wieder hervorbringen, in einer größeren Feinheit oder Subtilität. Diese kryptischen Worte werden klarer, wenn wir uns Leibniz' eigentümliche Theorie des Lebens und der Fortpflanzung vor Augen führen. Leibniz war davon überzeugt, dass es keine völlige Neuerzeugung und keinen in der Trennung der Seele vom Körper bestehenden Tod gebe. Was Zeugung genannt wird, ist in Wahrheit Ausbildung und Wachstum, was wir Tod nennen, Einfaltung und Verminderung, aber keineswegs ein vollständiges Verschwinden eines Subjektes. Organischer Körper und Seelen seien also schon vor der Empfängnis vorhanden gewesen. Ob diese Präformation eher im männlichen Samen zu finden ist, wie es zum Beispiel Antoni von Löwenhoek behauptete, oder im weiblichen Ei, wovon etwa Antonio Vallisneri ausging, war für Leibniz, der mit beiden Gelehrten zu diesem Problem korrespondierte, eine noch offene Frage. Wenn auf solche Weise Lebewesen geformt werden, so hält Leibniz es für möglich, dass einige Individuen durch eine Umformung auf eine höhere Stufe gehoben werden könnten. Bourget, der daraus folgert, jeder Organismus werde eine solche Transformation vom Samen über das Tier bis hin zu einem vernunftbegabten Wesen durchlaufen, hält Leibniz entgegen, dass dies keineswegs notwendig sei. Wie aber genau solche Umbildungen erfolgten, die zur Entstehung neuer Lebensformen, neuer Arten führten, das war für Leibniz ein noch ungeklärtes Problem. Leibniz blieb bei solchen Überlegungen jedoch nicht stehen. Auf der Suche nach einem allgemeinen Substanzbegriff, der anorganische wie organische Materie gleichermaßen umfasste, ging er davon aus, dass es selbstorganisierte und sich selbst stabilisierende systemische Einheiten geben muss, die durch Aufnahme von Energie aus der Umwelt in der Lage sind, sich selbst zu reproduzieren. Damit aber, das betont auch der Leibniz-Forscher Richard T. Arthur, kommt Leibniz modernen Ansätzen heutiger Biologen nahe, die autopoietische und selbstreplikative Systeme als Voraussetzungen nennen, damit Prozesse wie die der natürlichen Variation und Selektion überhaupt erst in Gang gesetzt werden können. Freilich stellt auch Arthur in Rechnung, dass Leibniz die Produkte solcher Prozesse nicht auf eine blinde Evolution, sondern auf einen weisen Schöpfer zurückführt. Indem moderne Biologen Ausschau halten nach einem Modell, das in der Lage ist, nach den Gemeinsamkeiten abiotischer bzw. chemischer und biologischer Vorgänge zu suchen, um eine allgemeine Evolutionstheorie zu formulieren, die unbelebte und belebte Substanz
gleichermaßen einschließt, dann lassen sich hierfür, folgt man den Ausführungen Arthurs, bereits in der Philosophie von Leibniz dafür anregende Anhaltspunkte finden. Ich komme zum achten Punkt, die Evolution der menschlichen Vernunft. Wie aber lässt sich der Mensch in dieser Entwicklungsgeschichte verorten? Ist er die Krone einer sukzessiv sich entfaltenden Schöpfung oder nur das Durchgangsstadium einer dann irgendwann mal nachmenschlichen Vernunft? Zumindest indirekt gibt Leibniz hierauf eine Antwort in einem kurzen Textfragment, das unter dem Titel Apokatastasis Panton bekannt wurde und von Leibniz 1715, also ein Jahr vor seinem Tod, verfasst worden ist. Darin setzt sich Leibniz zu den Vorstellungen einer kreislaufförmigen Wiederholung der Geschichte auseinander, die ja, wir erinnern uns, eine Alternative zum Modell einer endlich und linear verlaufenden Zeit darstellt. Unter den Zeitgenossen von Leibniz hielt beispielsweise Johann Wilhelm Patterson eine Wiederkehr des Gleichen für notwendig, um die Höllenstrafen zu überwinden und den Sturz Satans als gefallenen Engel wieder aufheben zu können. Letztlich die Erlösung des Teufels und der Dämonen. Leibniz stand mit dem ehemaligen Superintendenten in Lüneburg, der wegen seiner millenaristischen, chiliastischen Ansichten 1692 seines Amtes enthoben wurde, war in intensiver Verbindung und bemühte sich um die Veröffentlichung von Pattersons Gedicht Uranias, wobei er selbst in dieses über 1400 Verse umfassendes Gedicht redaktionell eingriff. Also Leibniz hat nicht nur Patterson bemüht, aufgefordert, motiviert, ein großes Versepos über diese Apokatastasis-Geschichte zu verfassen, sondern hat selber auch schreibend und korrigierend daran mitgewirkt. Sie sehen hier eine Seite, man kann es nicht so gut erkennen, man ahnt es hier und dort, die kleinen Streichungen und Ergänzungen, das ist dann von Leibniz Hand. Im Unterschied zu Patterson glaubte Leibniz nicht an eine Wiederkunft der Geschichte und versuchte, diese Behauptung in seinem Apokatastasis-Text, den er eigens dazu verfasste, zu widerlegen. In seinem Argumentationsgang lässt er sich aber zunächst hypothetisch darauf ein, also diese Annahme, dass die Zeit einmal so genau exakt wiederkehren würde, die Zeit sich so wiederholen könnte. Unter der Annahme, dass alles zur Wirklichkeit bestimmte irgendwann einmal geschehen sein werde und zugleich alles darüber geschrieben worden sei, wäre die Wirklichkeit tatsächlich ausgeschöpft und müsste Geschichte tatsächlich wieder von vorne beginnen. Also wenn nicht nur alles gesagt worden ist, sondern auch von jedem, wie man schon sagt. Leibniz pointiert diese Anschauung, indem er sich vorstellt, so schreibt er, wie er selbst wiederkehren könnte als Gelehrter, der in Hannover in der Nähe des Flusses Leine lebend und dort sitzt, in seinem Haus und mit der Abfassung der Welfengeschichte, seiner Hofhistorie beschäftigt ist und Briefe schreibt an seine Freunde in aller Welt. Um die Wiederholbarkeit von Geschichte bis in die Handlungen einzelner Personen hinein zu veranschaulichen, entwickelt Leibniz ein kombinatorisches Gedankenexperiment, woraus sich ergibt, dass aus einer endlichen Anzahl von Buchstaben, die beliebig miteinander kombiniert, jedes Jahr eine Menschheitsgeschichte aufzeichneten, eine ebenfalls endliche Zahl möglicher Bücher mit Geschichten resultieren würde, die sich im Rahmen eines entsprechend großen Zeithorizontes irgendwann einmal wiederholen müssten. Auch die Bibliothek, die solche Bücher beherbergte, wäre gigantischen Ausmaßes, letztlich jedoch aber endlicher Ausdehnung. Leibniz jedoch verwirft nun diese Vorstellung und verweist auf die Petit Perception, also letztlich auf die singulären Wahrnehmungszustände aller einfachen Substanzen, in denen sich alles im Universum wechselseitig spiegelt. Die kleinen Perzeptionen, die unmerklichen, minimal unbewussten Wahrnehmungen würden dazu führen, dass sich Geschichte unmerklich weiterentwickeln könne. Zumeist geschieht dies, so Leibniz, spiralförmig. Wir treten manchmal einen Schritt zurück, um dann umso größer einen Sprung nach vorne zu machen. Und in dieser Fortschrittstheorie
ist auch das Erkenntnisvermögen des Menschen mit involviert, mit eingebunden. Extrem lange Zeiträume zugrunde gelegt, könnte sich dieses Vermögen eines Tages so weiterentwickelt haben, dass alles, was in der vorher von Leibniz vorgestellten Universalbibliothek, Bibliothek gigantischen Ausmaßes, versammelt ist, nunmehr jedoch als knapper Formelsatz auf einem einzigen Blatt Papier Platz finden kann. Eine kondensierte Weltformel, aus der zugleich alles zukünftige Wissen ableitbar wäre. Vorausgesetzt wird bei dieser Annahme ein kognitiver Apparat, der sich über die Beschaffenheit der gegenwärtigen menschlichen Vernunft hinaus innerhalb einer sehr langen Zeitspanne weiterentwickelt hat. Wie genau dann diese fortentwickelte Vernunft aussehen wird, muss der heutigen Verstandeskraft jedoch verborgen bleiben. Leibniz dämpft so alle Hoffnung auf allzu schnelle Antizipation, ist heute unvorstellbar. Mit dieser Hypothese einer nachhumanen Ratio, die in der Leibniz'schen Metaphysik natürlich immer noch nicht mit der göttlichen konvergiert, wird der Mensch konsequent in das teleologische Evolutionsnarrativ mit hineingenommen. Der Mensch wird eingerückt in die lange Kette der Transformationen und Umwandlung. Salamander, Amphibien, Landtiere und Vögel, menschliche Vernunft sowie posthumaner Intellekt. Leibniz' Evolution ist eine präformistische und Präformation Ausdruck prästabilierter Harmonie. Sie ist hierarchisch und göttlich fundiert. Leibniz' Vorstellung ist vage und spekulativ, aber von der Grundidee her kaum weniger dynamisch als die Darwin'sche Evolution. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.